Nicht nur im Pride-Month, Modedesigner David Tomaszewski engagiert sich seit vielen Jahren für Gleichberechtigung und Selbstbestimmtheit. Am 1. Juni beginnt weltweit wieder der alljährliche Pride-Month. In Erinnerung an den Stonewall-Aufstand von 1969 finden in diesem Monat besonders viele Demonstrationen und Veranstaltungen statt, die sich für die Rechte von Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierungen und Identitäten stark machen. Der Modedesigner David Tomaszewski, 41, engagiert sich bereits seit vielen Jahren für Gleichberechtigung und Selbstbestimmtheit. Im Interview spricht der polnisch-deutsche Modeschöpfer über Pride-Mode, seine Haltung zum Pride-Month und die Chance, anderen Mut zu machen. Im Pride-Month werden Vielfalt und Toleranz gefeiert. Dann leuchten auf vielen Kanälen und Outfits die Regenbogenfarben. Was bedeutet dieses Symbol für Sie, David Tomaszewski? Viele Marken und Modeschöpfer interpretieren das Thema auf ihre Weise. Dabei entstehen wirklich tolle Designs. Ziel sollte es aber sein, nicht in Klischees zu denken. Die LGBTQIA-Sternchen-Szene ist vielmehr eine Quelle der Inspiration. Es muss also nicht immer ein Regenbogen sein. Er hat eine lange Historie und wichtige Bedeutung für die Community. Ich würde die modische Ausdrucksform aber nicht nur darauf reduzieren. Für QVC haben sie speziell für den Pride Month einen Hoodie entworfen. So ganz ohne Farben geht es dann aber doch nicht, oder, Tomaszewski? Der Love is Love Hoodie hat eine klare Botschaft und steht mit seinen Farbakzenten natürlich für Vielfalt und Toleranz. Er lässt sich aber auch das ganze Jahr übertragen. Ohne direkten Bezug zum Pride Month. Und so sollte es auch mit der selbstbestimmten Liebe sein. Sie muss ein selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft sein und nicht nur einmal im Jahr zum Thema gemacht werden. Unsere Community sollte nicht als bunte Paradiesvögel wahrgenommen werden, sondern als Menschen wie du und ich. Und dennoch unterstütze ich natürlich alle Aktionen, die dazu beitragen, das Thema in die Mitte unserer Gesellschaft zu tragen. Mit dem Verkauf meines Hoodies in der Limited Edition unterstützt QVC Queeramnesty und spendet 50% der Einnahmen. Was bedeutet der Pride Month für Sie, Tomaszewski? Er ist ein Anlass für ein Statement, dass man als normaler Mensch in diesem Land lebt und die gleichen Rechte hat, auch wenn wir zum Teil immer noch anders behandelt werden.